Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Boruto nicht ersetzen soll. Boruto gehört Shueisha, Studio Piro und Masashi Kishimoto. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Okay, beim letzten Part haben wir uns ja mit Momoshiki beschäftigt. Unsere beiden Jungs konnten es nämlich zusammen mit Boruto schaffen, diesen zu besiegen. Es mag zwar nur den Anschein haben, dass die Nummer mit Momoshiki noch nicht zu Ende ist, wie die endlosen YouTube-Videos über diese komische Momo, doch fürs Erste kommen wir zu seinem Cousin Fellashiki. Der Bruder nimmt nämlich weiterhin die Ehre von Konoha Ninja. Wobei, Mirai ist ja die Tochter von Kurenai und bei ihr wissen wir, dass sie keine Ehre mehr hat seit der Sache mit Itachi. Wie dem auch sei, unser Gohan-Piccolo-Duo Boruto und Sasuke nehmen sich hier diesen Fall an. Das Ding ist aber, dass Fellashiki gar nicht hinter Narutos Kyuubi-Chakra her ist, er ist nämlich hinter dem Filler-Relikt in diesem Arc her. Denn, naja, apparently existiert im Naruto-Universum eine Schildkröte, mit der man in die Vergangenheit reisen kann. Ja, fragt nicht. Fellashiki reist also hier in die Vergangenheit und Sasuke folgt ihm zusammen mit Boruto. Shiki hat es nämlich hier nicht auf den aktuellen, sondern auf den damaligen Naruto abgesehen, um ihm das Kyuubi-Chakra abzuknöpfen. Weil Sasuke ihn dann aber austrickst, kommt er mit Boruto ein paar Tage früher in Konoha an. Um hier also nicht aufzufallen, gönnen sie sich neuen Drip. Boruto wird also hier Flyer als Marty McFly und Sasuke, naja, keine Ahnung, er wollte wohl immer mal einen möchtigen Detektiv cosplayen. Und wie der Zufall es so will, trifft Boruto hier auch direkt auf Borutos Vater. Womit wir zum Grund kommen, warum ich diesen Arc überhaupt erst in das Minutenformat aufnehme. Eigentlich ist das Ganze hier nämlich nicht im Manga passiert. Aber kommt schon Leute, wenn ich Jiraiya irgendwie in dieses Format reinmogeln kann, dann ergreife ich diese Möglichkeit natürlich auch. Weil aber ein gewisser Genin das Dorf erst kürzlich verlassen hat, ist Konoha aktuell in Alarmbereitschaft, weshalb Jiraiya und Naruto auf unsere beiden Jungs aufpassen sollen. Jiraiya hat zwar eigentlich keinen Bock drauf, aber Boruto setzt die Legacy der Uzumakis weiter fort und überzeugt ihn mit seinem sexy Jutsu. Und was Sakura angeht, Sasuke nutzt hier jede Gelegenheit, um ihr aus dem Weg zu gehen. Gut, das ist eigentlich genauso wie in der Gegenwart, oder? Also, die beiden Rutos müssen hier natürlich zusammenhalten. Deshalb teilt Naruto auch sein geheimes Nudelsuppenrezept mit Boruto. Und ob damals oder eben heute, dieser Junge zaubert einfach immer ein Lächeln in mein Gesicht. Und Bruder, als Naruto dann in der Nacht Boruto nach seinem Vater ausgefragt hat und dieser sagt, dass sein Vater der Oberhammer ist, ging mir einfach das Herz auf. Ich meine, gebt euch diesen Satz und versucht keine Tränen zu bekommen. Am nächsten Morgen trifft Boruto dann auf Konohamaru, der damals noch eine Lachnummer war. Wobei, das hat sich ja bis heute nicht wirklich geändert. Selbst im Sexjutsu stinkt er hier gegen Naruto ab. Aber gut, dazu muss man auf jeden Fall aussagen, in der heutigen Zeit wäre Naruto alleine deswegen schon ein OnlyFans-Millionär. Zum Glück hat Sakura ihn aber aufgehalten, diesen bösen Weg einzuschlagen. Außerdem cringet sich Boruto dann komplett weg, als er seine Eltern in ihrer Jugend zu sehen bekommen hat. Wie dem auch sei, da wir hier in dem Filler stecken, sind die Missionen, die sie hier bekommen, auch, ja, passend banal. Also, Konoha bildet Killermaschinen aus, die mit 12 Jahren völlig funktionstüchtig sein sollen, um damit ihre Bäder sauber zu halten. Ja. Hammer System, Hashirama, da hast du dir wirklich was sehr, sehr Feines ausgedacht. Wenig später taucht dann Fellashiki wieder auf. Man kann auch echt sagen, was man möchte, aber der Typ hat das Angeln wirklich drauf. Er kann hier aber kein Chakra von Naruto entziehen, da dieses ja aktuell noch versiegelt ist. Trotzdem wird Naruto hier aber mitgenommen. Sasuke könnte ihn dann zwar den Arsch aufreißen, aber angeblich ist sein Chakra noch von dem Rinnegan-Einsatz am Anfang geschwächt. Mann, Sasuke hat damals einfach mal alle Bijus kontrolliert und hat hier schon keine Puste mehr, nachdem er 4 Schuriken geworfen hat. Jiraiya kommt dann zwar nochmal dazu, aber sie werden hier einfach gefangen genommen. Was für Jiraiya natürlich kein Problem darstellt. Fellashiki versucht derweil zwar das Kyuubi-Chakra zu absorbieren, aber Kurama ist und bleibt die heißeste Anime-Zundere of all time. Also verbrutzelt er sich hier. Die anderen treffen dann zwar auch ein, jedoch ist Boruto hier zu unvorsichtig und bekommt deshalb eine Schelle von seinem Dad. Jiraiya legt ihn dann erstmal schlafen und Fellashiki flüchtet in die, ich weiß auch nicht, Bleach-Dimension? Als nächstes wird es hier aber nicht einfacher, da Jiraiya die glorreiche Idee hatte, die beiden Rutos zu trainieren. Ja, also Jiraiya hat den Braten wohl schon gerochen und trainiert hier mit ihnen das Vater-Sohn-Rasengan. Leider hat Boruto wegen dem Angriff von vorhin aber immer noch ein wenig Angst und geht Naruto deshalb aus dem Weg, weshalb es dazu kommt, dass er sich bei seinem Onkel Neji Rat sucht, der ihm hier aber klar macht, dass gerade Naruto ihm beigebracht hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Denn auch wenn das Schicksal es nicht gut mit Naruto meinte, hat dieser niemals aufgegeben. Boruto checkt also hier, dass er sich keine Sorgen machen soll und mit Naruto zusammen voranschreitet.
einschreiten sollte. Neji hat also nicht nur sein Leben gegeben, dass Naruto mal richtig fett scoren kann, nein, er hat auch seinen Sohn immer eine Lektion erteilt. In der Zwischenzeit redet Sasuke auch ein wenig mit Naruto, der sich eben Sorgen macht, weil der Kyuubi ihn wieder mal außer Kontrolle gebracht hat. Und die beiden reden hier über den jeweils anderen, nur checkt Naruto das Ganze natürlich nicht. Und der Retalk von Sasuke hittet einfach mal anders rein.目的のために親友の元を離れる道を選んだ。全てを断ち切ることが強さだと思ってな。見ようとしなかったんだ。自分を誰よりも案じてくれる親友を。ああ、そう言ってはどうなったんだ。最後は少年を叩き直された。普通なら諦めそうなところを、その親友は決して諦めず、自分の言葉を曲げることもなかった。 Und genau wie damals gibt Sasuke auch hier seinem Homie was von seinem Essen ab. Danach lascht er aber direkt ins Sakura Fettnäpfchen. Außerdem fällt ihm dabei eine Zette runter. Der Sakura hier ziemlich überrascht. Und Mann, Jiraiya eiert zwar ziemlich viel rum, aber er durchschaut hier einfach mal so, wer Sasuke wirklich ist. Er lässt es jedoch hier erstmal auf sich beruhen, wenn Sasuke ihn alles über Filler Shiki erzählt. Naruto und Boruto versöhnen sich dann auch ohne wirkliche Probleme. Ihr Training geht damit also weiter und sie passen sich immer besser dem Chakra des jeweils anderen an. Leider hat Sakura aber ja den Brief von Sasuke gefunden, wo sein Name drinsteht. Den Rest kann sie hier aber zum Glück nicht lesen. Boruto sagt dann einfach, dass es sich hier um einen anderen Sasuke handelt und Sakura kauft ihn das einfach ab. Ich meine, hey, jeder Zweite heißt ja so. Ich persönlich kenne noch so einen Sasuke, Sasuke oder auch Sasuke. Naja, auf jeden Fall schiebt Filashiki dann wieder Stress. Und eigentlich könnte er sie auch hier easy gefangen nehmen, weil er sich aber aus irgendwelchen Gründen zu viel Zeit lässt, kommen die beiden anderen Homies hier dazu. Nur bekommt Jiraiya hier eine miese Attacke ab. Und Sasuke hat, ja, immer noch kein Chakra und deshalb sieht es hier sehr, sehr schlecht für sie aus. Also macht er es oldschool und hält Filashiki fest, damit die anderen fliehen können. Sollten die Otsutsukis nicht Übergötter sein? Wie kann so ein Move überhaupt irgendwie funktionieren? Weil sie dann, ich weiß auch nicht, weggespült werden, weil Filashiki anscheinend schwächer als Wasser ist, werden sie getrennt und Sakura carried hier Sasuke. Etwas später starten sie dann aber ein Comeback gegen Filashiki mit Briefbomben und Schnüren, aus denen er sich aber dann einfach rauslägen kann. Auch Borutos Rasengan geht dabei nach hinten los. Und Mann, Filashiki hat zwar keine Animationen am Start, aber man muss ihm wirklich zusprechen, er kann ausweichen wie ein Weltmeister. Doch der Kampf dient eigentlich hier nur dazu, das Blut zu überprüfen, weil Boruto nämlich aufgefallen ist, dass das Blut bei Filashiki schneller trocknet, denn mit seiner Fähigkeit kann er die Zeit etwas zurückdrehen. Also kontert Jiraiya das Ganze mit seinem Krötenmagen. Und weil Filashiki sich dann wiederum Zeit lässt, konnte ihm das Krötengift von Jiraiya ordentlich zusetzen. So sehr, dass sogar Naruto mit seinem Rasengan treffen kann. Natürlich steht er hier aber nochmal auf. Weil er dann seine Götterspeise wegmampft und Auge bei sich selbst macht, tut er das gleiche wie sein Cousin und digitiert hier auf das Mega-Level. Und was soll ich sagen, das Design passt hier wirklich ideal in einen Filler-Arc. Nur ist er jetzt absolut mächtig und selbst Jiraiyas Haare können dabei nichts ausrichten. Nebenbei wird Sasuke auch endlich mal wieder wach, weil seine Frau ihn wie immer hochgehielt hat. Filashiki provoziert derweil Naruto, damit dieser wieder ausrastet. Doch Sasuke ist nun auch am Start, um den nächsten Otsutsuki-Ass zu clappen. Nur sind sie alle zusammen leider nicht genug für den Filler-Boss hier. Aber Jiraiya bleibt wie immer Ehre pur und wählt hier Filler-Shikis Attacke ab, um Naruto abzusaven. Und ja, meine Damen und Herren, wir feiern hier das Comeback des legendären Vater-Sohn-Rasengan. Jiraiya fährt sich dabei natürlich auch noch mit und auch Sasuke kann hier seine alte Special-Technik Kiren auspacken. So hittet das Vater-Sohn-Rasengan also anders und löscht Filashiki hier aus. Ich weiß zwar auch nicht, wie der Chakra von zwei Genen ausreichen konnte, um ihm Platz zu machen, aber scheiß drauf, genießen wir einfach den Moment, okay? Und Leute, das Vater-Sohn-Rasengan gegen Momoshiki hat auch nur geklappt, weil damals Naruto ja schon mit Boruto das anpassende Chakra trainiert hat. Also hat Jiraiya im Endeffekt Momoshiki besiegt. So können unsere Boys also wieder nach Hause zurückkehren und für Naruto ist das Ganze nichts Neues. Ich meine, in Filler Puden hat er einen guten Freund nach dem nächsten kennengelernt, den er danach nie wieder gesehen hat. Bevor sie hier aber gehen, möchte Jiraiya, dass Sasuke ihre Erinnerungen löscht. Und Mann, dieses YouTube hätte ich mir auch gerne gegeben, um die ganzen Filler Puden Abenteuer zu vergessen. Und natürlich ist es klassisch für einen Naruto oder Boruto Arc, dass wir am Ende die männlichen Tränen droppen, weil wir hier sehen, dass Naruto und Boruto das Grab von Jiraiya besuchen. Rest in Peace, Mann, ich werde dich niemals vergessen. Kommen wir
wir damit also zurück zur Main Story. Da Boruto sich nämlich immer noch Gedanken um die Worte von Momoshiki macht. Naruto hingegen verfolgt aktuell die sogenannte Tokyo Mujina Bande. Wobei, das Tokyo streichen wir, das war ja in einem anderen Anime. Vorerst muss er sich aber hier um den Feudalherrn kümmern. Wisst ihr noch, die alten Säcke Naruto, die Könige der Welt sind, obwohl sie noch nie was in ihrem Leben gerissen haben? Ja, ist fast genauso wie bei uns, oder? Naja gut, der Feudalherr bringt hier auf jeden Fall seinen Sohn Tento mit. Auf der anderen Seite versuchen Borutos Homies gerade miese Karten zu polen. Leider hat Boruto hier übelst Pech und zieht nur seinen Vater. Danach taucht Tento mal auf und zeigt ihnen seine stärkste Yu-Gi-Oh! Karte, nämlich seine Kreditkarte. Boruto lernt ihn wenig später dann nochmal richtig kennen, da er die Mission bekommen hat, auf ihn aufzupassen. Doch eigentlich muss er dabei den Clown für ihn spielen und ihm seine Tricks zeigen. Und natürlich packt er hier auch sein Sexy-Jutsu aus. Weil Boruto hier aber richtig genervt ist, was für eine Bonze der Kleine eigentlich ist, will er ihn beim Training hart rannehmen. Dabei kommt aber heraus, dass der kleine Tento die Ninja-Karten nur sammelt, damit er Turniere gewinnen kann, um die Aufmerksamkeit seines Vaters zu bekommen. Deshalb macht er auch hier das Training mit. Er lächelt eben nach der Aufmerksamkeit seines Vaters und dieser ist immerhin ein großer Befürworter der Ninja. Das Ganze kann Boruto natürlich sehr gut verstehen, da auch er den Respekt seines Vaters haben möchte. Boruto schenkt also hier Tento die Naruto-Karte für seine Mühen. So sind die beiden also große Freunde geworden. Leider ist sein Butler aber nicht mein normaler Butler, sondern nicht einer der Mujina-Bande, der eben sein Aussehen erlangt hat. Für ihre Mühen bekommt Borutos Team dann zwar endlich eine B-Rang-Mission, aber Boruto bekommt dann mit, dass Tento entführt wurde. Also lässt er diese Mission sausen und teilt das Ganze Sarada mit. Sie spürt hier auch sofort, dass etwas Wichtiges dazwischen gekommen ist, über das Boruto nicht sprechen kann. Da die Entführer nämlich Tento umbringen würden, sollte Konoha das Ganze erfahren. Und Mann, der Antagonist für diesen Arc ist wirklich richtig krass. Es ist nämlich niemand anderes als Fett Zorro. Ja, der Bruder kann wirklich von Glück sprechen, dass Ruffy ihn aufgenommen hat. Denn diese Version hier sieht nicht wirklich gesund aus. Und ja, er hat auch übrigens die Fähigkeit, das Aussehen von den Leuten zu erlangen, die er aufisst. Deswegen sah er auch so aus wie der Butler und möchte nun Tentos Vater essen, um eben ein chilliges Leben zu führen. Bevor er hier Tento überfressen kann, kommt sein Big Bro ihm zur Hilfe. Und ich muss wirklich sagen, dafür, dass Fett Zorro so fett ist, ist er wirklich flink unterwegs. Selbst auf Rasengan kann er hier mit seinem Windversteck abwehren. Demnach sieht es für unseren Boy ziemlich schlecht aus. Außerdem macht sein Mal hier doch noch Probleme und lässt ihn kein Chakra schmieden. Sein Homeboy Tento hilft ihn dann aber nochmal aus der Patsche und trifft mit seinem Shuriken. So bekommt Boruto doch nochmal genug Zeit, um ein sahniges Rasengan abzufeuern. Leider hat das Ganze aber nicht ausgereicht und sein nächstes Rasengan wird hier komplett von seinem Mal aufgesaugt. Und genau dieses Mal kommt Fett Zorro hier sogar bekannt vor, weshalb er glaubt, dass Boruto zur jener Organisation gehört. Und bevor Boruto dann komplett aufgeschmissen wäre, kommt Mitsuki und Sarada dazu, um ihm den Rücken freizuhalten. So ging also alles doch mal gut und Boruto nimmt dann Abschied von Tento. Er gibt ihm hier auch die Sasuke-Karte zurück, die er ihm zugesteckt hat. Boruto möchte sich diese Karte nämlich fair erkämpfen, egal wie lange es dauern mag und egal wie sehr sein Portemonnaie dabei leiden muss. Weil Sasuke dann auch mal Fett Zorro befragt, bekommt er den Hinweis zu einer weiteren Organisation, die sich Kara nennt und genauso wie Boruto ein Handflächenzeichen haben soll. Womit wir auch endlich mal das neue Akatsuki von Boruto vorgestellt bekommen. Wir wissen zwar rein gar nichts über sie, aber wir sehen hier, dass sie darüber reden, dass sie ihr Gefäß verloren haben. Die Schuld dafür fällt dabei auf den alten OP der Gruppe. Und damit tritt auch endlich mal Kajin Koji auf, der hier auch den alten OP einfach mal so finisht. Und weil Konoha in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, kümmert er sich auch nun darum, das Gefäß zurückzuerlangen. Währenddessen probiert Konoha auch ein neues Ninja-Tool aus und veranstaltet deshalb einen Trainingskampf zwischen Boruto und Naruto. Und mit einfachen Doppelgängern kommt Boruto natürlich bei seinem Vater nicht wirklich weit. Und da dieser auch nicht weiß, dass Naruto hier ein Ninja-Tool ausprobiert, überrascht es ihn extrem, dass er sein Rasengan einfach mal so wegkonfut. Mit seiner Finte kann er sein Dad dann aber austricksen. Doch leider putzt Naruto hier einfach mal das Erdversteck aus dem Nichts und wehrt ab. Außerdem saugt sein Jutsu einfach auf und nutzt sogar seine Prothese als Köder, um Boruto abzulenken und den Kampf für sich zu entscheiden. Danach kommt also raus, dass diese Prothese zwar Ninjutsu absorbieren kann, jedoch kann man die Ninjutsus nicht wie Momoshiki zurückfeuern. Sasuke macht Boruto dann auch klar, dass nicht die Technik das Problem ist, sondern nur, wie man es verwendet. In der Zwischenzeit kommt Konohamaru auch beim abgestürzten Luftschiff von Kara an und findet dort einen leeren Behälter auf, wo wohl ein Mensch drin war. Mit seiner USB-Schriftrolle kann er dann auch eine nette Kopie von dem Ganzen machen. Sein Kollege Mugino wird aber in der Zwischenzeit mies geraidet. Und auch Konohamaru muss sich dann mit diesen Puppen herumschlagen. Zurück bei Boruto schiebt dieser ganz schön Stress, weil Katasuke nach der Nummer mit Momoshiki immer noch einen Job in Konoha hat. Doch eigentlich ist er ein guter
Zutat. Er wurde nämlich damals von Kara und sein Genio zu Gesetz und damit manipuliert. Nun sollen sie ihn und die Armprothese von Naruto zum Forschungslabor bringen. Bei Kara hingegen hat ihr Anführer Jigen auch mal gecheckt, dass einer ihrer Mitglieder sie verraten hat und das Luftschiff extra hat abstürzen lassen. Und sein Wissenschaftler Amaro will nun alles geben, um diesen Verräter ausfindig zu machen. Wie dem auch sei, unser Team 7 muss nun den Zug nehmen, um ihre Mission zu vollführen. Und dabei treffen sie sogar auf einen alten Bekannten, nämlich Ao. Und ja, eigentlich sollte er tot sein, aber irgendwie hat er die Bijudama-Explosion von damals doch noch überlebt. Und ja, danach ist er zu einem richtigen Dragon Ball Cyborg geworden. Wenigstens kann Boruto dann durch Ao mal erkennen, dass Ninja-Technologie auch seine Vorteile haben kann. Aber natürlich hat auch Ao es nicht wirklich leicht, denn der Krieg von damals hat seine Wunden äußerlich als auch innerlich bei ihm hinterlassen. Er zeigt Boruto auch hier mit einem Schraubenzieher das, was Sasuke ihm klar machen wollte. Nicht das Werkzeug ist böse, sondern nur die Tat an sich. Sie wurden hier also sowas wie Freunde, doch leider steckt Ao in Wahrheit mit Kara unter einer Decke. Und er war auch derjenige, der Katasuke im letzten Arc unter ein Genjutsu gesetzt hat. Auch jetzt soll er hier einen weiteren Auftrag für Kara erledigen. Vorerst kommt Borutos Team aber beim Konoha-Forschungslabor an. Außerdem ist Borutos Zeitflamme, nämlich Sumire, hier stationiert. Ihre Mission ist auch mit dem Abliefern nicht zu Ende, weil sie die ganzen Spielzeuge hier nämlich auch testen sollen. Und dadurch wird Boruto auch mal klar, dass Katasuke wirklich eine korrekte Socke ist, der alles supportet, wie er nur kann. Gut, er ist zwar korrekt, weil er Hunden und so hilft, aber das, was Boruto hier mehr überzeugt hat, ist das Laserschwert, was er hier einfach mal so bekommen hat. Leider sorgt das Ding noch mehr Chakra als Sakura, wenn Sasuke wieder mal zu Hause ist. Weil Naruto dann auch das ganze Ding mit Konohamaru mitbekommt, bricht er hier Borutos Mission ab und schickt sie als Support zu ihm. Katasuke kommt hier auch mit seinem Power Ranger Anzug. Angekommen am Luftschiff finden sie jedoch nichts mehr als die Puppen. Und Mann, der Real MVP ist hier eindeutig Katasuke. Der Bruder absolviert hier nämlich mit seinen Eiern aus Stahl die ganzen Jutsus der Puppen. Ja, er hat die Puppen halt hier wirklich komplett leer gesaugt. Kurz danach finden sie auch dank dem Ninja-Hund eine Spur zu Konohamaru. Ich meine, gut, Ao kommt dann zwar dazu und sucht Stress, aber kommt schon, was soll denn hier schieflaufen? Ein paar Sekunden später. Bruder, ich dachte, wir sind bei Boruto. Warum hat Ao einfach mal so eine Call of Duty Abschussserie dabei. Gut, Konohamaru kann das Ding hier zwar nochmal abwehren, aber bekommt dann leider auch auf die Fresse. Selbst Katasukes Handschuh wird hier gestohlen, womit Boruto nun auch kein Problem mehr darstellt. Weil es damit also ziemlich schlecht aussieht, greift Mugino ein und will hier den Chaozu abziehen. Leider hat Ao aber überall Waffen und kontert ihn hier wirklich böse. Aber Mann, der Junge zieht hier bis zum Ende durch und ist hier bereit, sich selbst mit den Steinen zu Obi töten, um seinen Squad hier rauszuholen. Und Leute, wir haben den Charakter zwar vorher nie gesehen, aber ich muss hier einfach ein Hashtag Ehrenmugino droppen. Aber gut, ich sollte hier wohl auch erwähnen, dass er und Obito wirklich die einzigen Idioten sind, die sich wirklich von einem Stein fertig machen lassen, denn Ao ist kurzer Zeit später wieder back in business. Erst einmal konnten unsere Leute aber entkommen. Sie spielen also hier kurz einen Plan und wollen nun zum Gegenangriff übergehen. Sie spüren Ao also wieder auf und stellen sich ihm direkt. Leider kann er aber hier immer noch alle Jutsus absorbieren. Aber ihr ganzer Kampf dient eigentlich nur zur Ablenkung, da Boruto hier von oben mit dem Laserschwert angreift. Ao das Ganze jedoch predicted und wieder mal ziemlich hart gekontert. Auch Borutos Laserschwert nutzt er hier aus, um ihn in die Magengrube zu treffen. Aber das gehört wiederum zu Borutos Plan. Er hat hier nämlich nur als Doppelgänger angegriffen. Aos Ausdauer neigt sich damit auch dem Ende zu und Boruto wird seine Absorption einfach mal so mit seiner eigenen ab, um mit dem Rasengan zu treffen. Boruto hat hier nämlich gecheckt, dass es wie erwähnt nur darum geht, wie man seine Waffe richtig einsetzt. Mit seinem Rasengan konnte er nämlich das Ding von Ao vollkommen zerstören. Doch diese Art miese Drohne im Schlepptau. Konohamaru konnte das Ganze aber rechtzeitig bemerken und Boruto wegschubsen. Mit seinen Amazon-Drohnen hat Ao nämlich hier noch einen letzten Trumpf in der Hinterhand. Sein Shinobi-Dasein ist nämlich damals im Krieg gestorben. Nun dient er Kara lediglich als Werkzeug, da sie ihm eine Möglichkeit gegeben haben, irgendwie weiterzumachen. Von seinen kleinen Drohnen lässt sich unser Homie aber nicht beeindrucken. Boruto jumpt sogar auf den Dingern rum, um sie zu zerstören. Wir merken außerdem, dass Ao komplett zerbrochen ist, da er sein ganzes Leben lang nur als Shinobi gedient hatte und als ihm diese Kraft eines Tages genommen wurde, hat sich für ihn alles verändert. Die Kraft, die er verloren hatte, konnte er eben nur durch Kara wiedererlangen.
lang und deswegen arbeitet er auch für sie. Er war so sehr am Boden, dass er sich an das letzte bisschen geklammert hat, irgendwie nützlich zu sein. Nun sieht es auch ziemlich schlecht aus für Boruto, da Ao ihn genau da hat, wo er ihn haben möchte. Doch obwohl dieser Boruto den Handschuh trägt, den er nicht kopieren kann, ist das Ganze ein Doppelgänger. Boruto nutzt nämlich hier den gleichen Trick wie sein Dad mit dem Handschuh für die Ablenkung, damit er Ao mit einem Rasengan überraschen und richtig sahnig treffen kann. Und natürlich beendet er es hier mit dem legendären Schraubenzieher. Doch Boruto ist nicht so herzlos und zieht hier nicht durch. Er nutzt den Schraubenzieher nämlich nicht, um zu zerstören, sondern lässt ihn für Ao da, damit dieser sich reparieren kann. Es ist nämlich noch nicht zu spät, für Ao seine Kräfte für das Gute zu verwenden. Leider ist es hier aber noch nicht vorbei, da Kajin Koji nun auch mit von der Partie ist. Und nicht nur das, der Boy hat einfach mal so das Frosch-Jutsu drauf. Warte mal, haben die überaus schlüssigen und krassen Internettheorien zu Koji doch recht? Ist Jiraiya am Leben? Bevor wir das jedoch herausfinden, sehen wir, dass Ao mit seinem letzten Atemzug doch noch das Leben an die Shinobi gewählt hat und mit dem Wasserversteck Boruto retten konnte. Koji ist hier aber nicht dazu gestoßen, um zu reden. Er setzt unseren Squad hier direkt fest und will sie erledigen, weil sie eben zu viel wissen. Aber er hat seine Rechnung hier nicht mit dem Sixpack von Konohamaru gemacht. Konohamaru hat nämlich immer eine Entsiegelungsformel parat, um seinen Mann zu stehen. Und obwohl er ganz genau weiß, dass dieser Gegner fast schon übermächtig ist, fetzt er sich hier trotzdem mit ihm, um sein Team zu beschützen. Selbst als Rasengan dieser Gegner hier drauf. Leider war dieser Move aber nur eine Ablenkung von Koji, um Konohamaru mit seiner Kröte vollkommen zu verbrutzeln. Was Boruto hier natürlich enorm triggert. So sehr, dass sich seine neuen Kräfte erwecken. Sein Mal reagiert hier nämlich wieder und saugt die Versiegelung als auch die Flammen auf Konohamaru auf. Außerdem hat er nun ein ziemlich cooles Tattoo am Start, wodurch Koji auch erkennt, dass Boruto derjenige ist, den Momoshiki wohl ausgewählt hat. Leider fällt unser Junge danach zu Boden. Aber Koji ändert daraufhin seinen Plan. Anstatt zu kämpfen, macht er sich nämlich hier erst einmal vom Acker, weshalb sich unser Squad endlich auf den Heimweg machen kann. Doch dabei entdecken sie weitere Puppen, die zerstört wurden, und nicht nur das, sie erkennen auch hier einen komischen Jungen, der herumliegt. Dieser kleine Junge ist nämlich niemand anderes als Kawaki. Der Junge, der von Kara nur als Gefäß bezeichnet wird. Und der Junge, der aus dem Luftschiff abgehauen ist. Seine ganze Kindheit steckt er nur voller Schrecken. Schon damals wurde er ausschließlich gequält, um seine Kräfte auszuprobieren. Und dabei hat auch den Typen den gesamten Schädel weggehauen. Denn natürlich trägt auch er das sogenannte Karma-Mal. Wieder zurück in der Gegenwart lässt es sich Jigen wirklich gut gehen und gönnt sich ein wenig Wein zu seinem schmackhaften Essen. Der Bruder hat eben Style. Data versaut ihm zwar dieses Essen, aber da Jigen ein wahrer Gentleman ist, pullt er einfach mal so einen neuen Tisch aus seiner Hinterhand. Er trägt Data auch hier auf, Koji zu unterstützen, damit dieser keine Ego-Nummer durchzieht. In einem weiteren Flashback sehen wir dann, dass Kawakis Drecksvater ihn für ein wenig Alkohol an Jigen verkauft hat. Also, wieder zurück in der Gegenwart. Wacht Kawaki also auf, jedoch hat er hier keine Kontrolle über sich. Koji ist übrigens auch noch hier, aber fürs Erste möchte er sich das Ganze nur anschauen. Kawaki möchte sich hier zwar den Weg freikämpfen, aber als er Brutus Karma zu Gesicht bekommen hat, hält er kurz ein. Doch darauf kommt ein alter Bekannter dazu, nämlich Garo. Leider ist er aber nicht so cool wie der aus One Punch Man. Der Gegner ist zwar ein ziemlicher Lappen, aber hey, dafür bekommen wir fancy Animation, weil der Kawaki einfach mal aussieht wie eine professionelle Ballerina, und was soll ich euch sagen, ich liebe das. Und Mann, bei den Moves, die hier gepult werden, haben die Animateure wohl die extra Schicht eingelegt. Kawaki benutzt sogar hier seinen modifizierten Körper als freshen Sneaker-Ersatz, um Garo diese anderen Taijutsu-Schellen in die Fresse zu verteilen. Bro, wie kann man denn bitte das erste Mal richtig in der Serie auftreten und jeden anderen so krass die Show stehlen? Ich meine, kommt schon, das Ganze hört hier nicht mehr auf. Kawaki haut einen krassen Move nach dem nächsten raus. Gut, das Ganze hilft zwar Garo nicht, aber sieht verdammt cool aus. Kawaki hingegen bekommt hier aber auch ziemlich viele Schellen ab. Letztendlich unterliegt er hier dem Cyborg für Arme und dessen Batista-Bomb.
aber den westernmäßigen Showdown kann er dann nochmal für sich entscheiden. Wobei, doch nicht, Garou hat das Ganze einfach mal weggetankt. Er möchte dann Kawaki verletzen, damit dieser nicht mehr weglaufen kann. Doch genau in diesem Moment nutzt Kawaki das Karma, was auch hier auf Boruto reagiert. Und so kann er Garous geschenksten Arm ein weiteres Mal wegschenksten. Nun hat er die klare Oberhand, also im Kampf und auch physisch, und genau wie Momoshiki kann er hier dessen Attacken einfach mal so absorbieren. Und mit dieser gewaltigen Power kann er Garou einfach mal so finishen. Weil es aber ordentlich viel Swag hat, macht er auf Beerus und feuert das Ninjutsu von Garou wieder in sein Gesicht zurück. Unser Team wäre eigentlich davon erwischt worden, aber auch Boruto gelang es hier mit dem Karma die Attacke abzuwehren. Aber auch wenn Kawaki hier gewonnen hat, hat er extrem viel Energie verloren, weshalb er hier erst einmal zusammenbricht. Eigentlich hätte Delta nun alle platt gemacht, jedoch möchte Koji Kawaki vorerst bei Boruto lassen, weil er sich so vermutlich noch besser entwickeln könnte. Katasuke findet auch hier raus, dass der Grund für Kawakis Zusammenbruch daran liegt, dass er überhitzt ist, weil sein Körper eben von Kara modifiziert wurde. Kawaki wird also hier fürs Erste ins Dorf mitgenommen. Doch wir nehmen uns erstmal eine Pause und schauen uns die weiteren Ereignisse im nächsten Part an. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, dieser wird es einfach mal enorm in sich haben. So Freunde, das wär's gewesen mit Boruto Minuten Teil 2. Ich würde mich natürlich hier über einen Daumen nach oben auf dem Video enorm freuen, als auch ein Abo auf den Kanal. Was den nächsten Part angeht, eventuell wird es der vorerst letzte Part sein. Vielleicht splitte ich den nächsten aber wieder in zwei Parts auf. Da bin ich mir noch nicht sicher. Also ja, schaut einfach nächste Woche, was passieren wird. Ansonsten bin ich damit raus. Hab schon mega Bock auf den nächsten Part, weil der wird wirklich richtig geil. Vielen Dank fürs Zuschauen von dem Video hier. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.